werden richtig gut. Ich begrüße euch alle sehr herzlich zur mittlerweile 118. glaube ich, Demo. Könnte auch die 119. sein. Wissen wir nicht sehr genau, müssen wir mal nachrechnen. Wie auch immer, seid alle herzlich willkommen. Die erste Bürgerpflicht ist immer hier, die Auflagen zu verlesen, was ich jetzt einfach mal kurz tun werde. Es sind mindestens 5 Ordner einzusetzen. Ordner müssen volljährig sein. Sie sind durch weiße Armbinden zu kennzeichnen. Rettungs- und Einsatzfahrzeuge der Polizei ist jederzeit eine Durchfahrtmöglichkeit zu schaffen. Der Betrieb des Testzeltes darf nicht behindert oder beeinträchtigt werden. Lautsprecher, Megafone und sonstige elektroakustische Hilfsmittel dürfen nur für Rede und wenn es gibt Beiträge, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Versammlungsthema stehen, sowie für Ordnungsdurchsagen verwendet werden. Andere Straßen, Verkehrsflächen als der oben genannte Bereich dürfen nicht benutzt werden, sofern nicht gewährleistet werden kann, dass die Teilnehmer den Mindestabstand von zueinander 1,50 zuverlässig einhalten, gilt die Verpflichtung zum Tragen einer Maske. In richtiges Deutsch übersetzt, wenn man hübsch Abstand haltet, ist keine Maskenpflicht. So, die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt nicht für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer medizinischen Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, wobei die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe durch eine ärztliche Bescheinigung im Ordinal zu erfolgen hat. So, Covid-19-Erkrankte dürfen nicht teilnehmen, ihr kennt das alles. So, ein herzliches Willkommen euch allen, schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Am Anfang, auch wenn es gerade ein bisschen unübersichtlich ist, die Frage, gibt es vielleicht Ersttäter hier unter uns? Wer war noch nie hier? Jo, herzlich willkommen, sehr schön, wunderbar. So, anfangen soll es heute mit einem kurzen Rückblick auf gestern. Es ist wohl so, dass man es zusammenfassen kann unter dem Motto, Spaziergänge zahlreich waren sie und sie waren sehr gut besucht und es wird jeden Montag mehr und so muss das sein. Super! Etwas weniger schön war, was sich bei einem der Spaziergänge, also man muss wohl sagen, dass 99,9% vollkommen stressfrei abgelaufen sind. Es waren sehr viele Versammlungen und man hat eigentlich nur aus Schweinfurt richtig üble Dinge gesehen und gehört. Und in Schweinfurt hat es auch dazu geführt, dass direkt am Tag danach, das ist alles schon Geschichte, das ist alles schon passiert, 4 Teilnehmer, denen man unterstellt hat, sie würden Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten leisten und so genaueres weiß ich nicht, jedenfalls sind die direkt quasi in einem Schweinfurter Standgericht am nächsten Tag verurteilt worden. Ja. Ja, und zwar nicht zu knapp, wenn man das mal sagen darf, das reicht von 80 Tagessätzen zu 20 Euro, also 1600 Euro, das ist schon eine richtig happige Nummer. Bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Das muss man sich mal reintun. Eine Freiheitsstrafe wird da ausgesprochen dafür, dass Leute spazieren gehen und sich im Grunde vermutlich, wenn es so ist, wie es immer war, nichts anderes tun, als sich gegen eine total übergriffige Polizei zu wehren. Und das wird denen dann als Widerstand ausgelegt. Ja? Und was mich besonders, wie sage ich mal, nachdenklich stimmt an der ganzen Sache ist, dass das quasi mit Ansage passiert ist. Die Schweinfurter Polizei hat am Tag davor schon ganz genau gesagt, was passieren wird. Ja, das ist kein Witz, das kann man nachlesen. Ich weiß bloß nicht mehr wo, aber ich habe es selber gelesen. Ja, die haben gesagt, in einer Pressekonferenz, wir werden die Leute rausziehen und wir werden sie am Tag danach sozusagen direkt, ich nenne es mal Standgericht, das heißt zwar offiziell Schnellgericht, aber ne, wie auch immer stellen. Ja. Und das bedeutet, dass auch ein Richter, den sie ja nicht aus dem Hut zaubern können, da vorher schon Ja gesagt hat dazu. Ne? Nach dem Motto, ihr Kinderlein, kommt nur her zu mir. Ich bin dann da und die Urteile werden ausgesprochen. Und zwar zack, zack, so weit sind wir hier mittlerweile in Deutschland. Während Schwerverbrecher mit allen möglichen mildernden Umständen rechnen können in Deutschland, ja, machst du eine Ordnungswidrigkeit und machst einmal beim Polizisten nicht auf der Stelle das, was er will. Zack, ein Jahr Freiheitsstrafe, wenn auch nur zur Bewährung. Aber das ist richtig eine heftige Nummer, finde ich. Ja. Hat ein richtig großes Buh verdient. Was in Schweinfurt dann noch passiert ist, es ist wohl durch den Einsatz von Pfefferspray dazu gekommen, dass auch
Es gibt Berichte, absichtlich von der Polizei mit Pfefferspray in einen Kinderwagen hineingesprüht worden ist. Ja, für Teufel, so ist es. Für Teufel, ja. Ich gebe das halt jetzt auch so wieder, wie ich es gelesen habe. Ich habe viel dazu gelesen. Es gibt auch ein bisschen widersprüchliche Sachen, aber es gibt anscheinend gar keinen Zweifel daran, dass das ein absichtliches Hineinsprühen in den Kinderwagen gewesen ist. Und was jetzt natürlich gemacht wird, ist Folgendes. Da gibt es Zeitungen, die dann schreiben, die Mutter habe ihr Kind als Schutzschild vor sich hergetragen. Das kann man sich kaum noch ausdenken, wie die Presse hier mit Gift und Galle spuckt. Ja? Und es gibt auch Leute, und es gibt auch Zeitungen, die dann sagen, dass die Leute da Kinder mit dabei hätten. Ja, die Leute gehen spazieren. Ja? Warum hat man da keine Kinder dabei? Was soll denn das? Ja? Das Einzige, was da nicht normal ist, ist, wie die Polizei da reagiert oder wie die Polizei da hineingejagt wird. Ja? Und das muss aufhören. Ja? Also ich finde es wirklich unfassbar, dass die Mutter da jetzt auch noch angegangen wird und behauptet wird, sie habe da irgendwie ihr Kind vor sich hergetragen. Also man fasst es nicht. Ja? Der Herr Wolfgang Wodau, den ihr alle kennt, hat den Leuten eine Botschaft, die da wunderbar passt. Verbrecher seid ihr. Verbrecher seid ihr. Lächelnd räumt ihr ein, ihr könntet euch wohl irren. In eurer aufgeblasenen Macht. Mit heißer Nadel fuchtelt ihr, es müsse sein. Verbrecher seid ihr. Geheiligt und zum Schein reicht ihr die kalte Hand in der von euch geplanten Not. Macht ihr uns Hände reibend zu Geiseln eurer Gier. Verbrecher seid ihr, die ihr uns unseren Kindern lügen lasst, wir hätten Angst. Die ist doch längst bei euch zu Haus, wenn ihr die Stunde klein zählt, die euch schlagen wird. Verbrecher seid ihr, verschworen in der Praxis, verschwört ihr alle Wissenschaft, die nackt euch sieht, von Anfang an. Verbrecher, hört ihr vor den Zäunen eurer Macht das Volk, dessen Vertrauen ihr missbraucht? Hört ihr es wütend fragen, wann endlich kommt das Ende? Und für wen? Ja, für wen, genau. Ich hoffe, dass da... Ich bin sicher, auch den Nächsten auf unserer Liste, dass der zu denjenigen Leuten gehört, den Wolfgang Wodak damit gemeint hat. Und der Nächste auf der Liste ist wie ihn ein, ich weiß leider nicht, wie dieser Pfarrer heißt, ich habe ich vergessen, der immer diese super Predigten hält. Wer? Jarnke, ja genau. Schanke, keine Ahnung, ich will es jetzt auch nicht falsch sagen, egal, ihr wisst, die meisten wissen, wen ich meine. Der den Tübinger Oberbürgermeister Obele genannt hat und Borisle. Und genau das ist auch ein kleiner Punkt. Ich sage das nicht weiter. Ja? Okay, wir haben dann noch einen Einspieler. Moment. Nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Auch wenn es im neuen Jahr für manchen auch existenziell aufgrund des aktuellen Terrors und Wahnsinns und des Bösen, ich denke gerade mal auch an des Tübinger Obele Palmer, man fragt sich, was haben Sie dem ins Glas getan, dreht völlig am Rad, weiß nicht, wie weit ihr das mitgekriegt habt, will die Impfpflicht nicht nur mit Beugehaft und Bußgeld durchsetzen, sondern auch noch durch Entzug von Rente und Pension. Das ist der totale Krieg gegen den Impfverwalter, das ist totaler Existenz- und Vernichtungskrieg. Geht rechtlich natürlich überhaupt nicht mal ein Schwerverbrecher. Kann man die Existenzgrundlage entziehen. Auch der hat Anspruch auf sein täglich Brot. Aber der Impfverweigerer laut Boris de Palmer nicht mehr. Da sieht man, wie das ultimativ Böse in den Wahnsinn trägt. Das ist reiner Wahnsinn.
Das setzt das normale menschliche Denken komplett aus. Das ist auch Menschenverachtung in Reinstkultur. Wie Menschen, die sowas von sich geben, überhaupt noch aufstehen und in den Spiegel sehen können und nicht vor Ekel das große Kotzen über sich selber kriegen. Das ist eine große Frage. Wie kann das sein? Was passiert hier? Da ist Menschsein ans Ende gekommen. Das ist purste satanische Unmenschlichkeit. Und er ist ja nicht der Einzige. Ja. Ich vermute, der Beifall geht den Pfarrer. Und für unseren lieben Boris haben wir jetzt noch ein großes, langes Buh. Ja. Ja, ich frage mich auch, wenn ich jetzt in Tübingen wohnen würde und ich einen solchen Oberbürgermeister hätte, ob es da nicht langsam Zeit wird, ein paar Mistgabeln irgendwo rauszuholen und solche Leute aus ihren Amtsstuben zu jagen. Ja. So, und gleich der Nächste, der kannst du alle in einen Sack reintun und draufhauen, triffst du nie den Falschen. Aus dem Bayerischen haben wir eine klare Steuerungsoption, wann, wer, wie geimpft werden muss, in welchen Intervallen und warum. Da kann man das viel besser strukturieren. Das Boostern, Boosten in Bayern läuft, ein Boosterin. Das Boostern, es ist ganz wichtig, dass das Boosten weitergeht. Das Boosten, das Boosten, das Boosten dort geboostet werden kann. Boostern voranzubringen, mit viel Boosten. Das Boosten läuft in Bayern, Kraftwerk beim Boosten. Lieber General, nochmal danke, dass Sie da waren und möge der Impfstoff fließen. Ja, möge der Impfstoff fließen und ein Booster-Shot nach dem anderen. Der erste Schuss, der zweite, der dritte, der vierte. So langsam kriegt der Begriff finaler Rettungsschuss eine ganz neue Bedeutung. So. Tanja hat was Hübsches für uns. Achso, genau, jetzt frag erst mal. Die kurze Anweisung aus der Regie. Jetzt frag erst mal. Also gut, wir haben hier offenes Mikrofon und natürlich ist wie immer jeder und jede herzlich eingeladen, hier das zu sagen, was er auf dem Herzen hat. Solange bis sich da die Ersten in die Reihe anstellen, hat die Tanja jetzt was zu sagen. Viel Spaß. So, hallo, guten Abend, Münd. Ich habe was gefunden, wo ein bisschen Hoffnung macht. Das brauchen wir alle jetzt fürs neue Jahr, denke ich mal. Eines Tages klopfte es an meiner Tür. Ich öffnete und vor mir stand ein kleines, fast durchsichtiges Wesen. Grüß dich, sagte es. Ich bin das Vertrauen. Du hast mich so lange nicht beachtet. Deshalb bin ich hier. Ich will nicht ganz verschwinden. Darf ich herein? Es wartete meine Antwort nicht ab, kam durch die Tür und blieb wie angewurzelt stehen. Oh je, rief es aus, das habe ich fast erwartet. Ich sah mich um und war irritiert. Alles war wie immer. Auf der Couch saß wie immer die Enttäuschung, zusammen mit der Hoffnungslosigkeit. Beides keine sehr angenehmen Mitbewohner, die sich zudem im Laufe der Zeit extrem breit gemacht hatten, so dass ich selbst kaum noch Platz hatte. Vom Fernseher lümmelten sich die Langeweile und die Fantasielosigkeit und stopften sich mit Chips voll. Mein Bett hatte die Traurigkeit in Beschlag genommen, weinte die ganze Zeit leise vor sich hin und wurde immer dann so richtig laut, wenn ich schlafen wollte. Überhaupt war der Krach von allem kaum auszuhalten, so dass ich mich immer mehr auf einen kleinen Hocker in der Ecke zurückgezogen hatte. Nein, rief das Vertrauen laut, so geht das aber nicht. Schämt ihr euch nicht, so viel Raum einzunehmen? Wo sind denn die Liebe hin und der Mut, die Energie und die Freude? Es wurde ganz still. Alle schauten ratlos. Ich weiß es nicht. Ich habe sie lange nicht gesehen. Da die Liebe eh kaum da war, aber Energie, Mut und Fantasie waren früher mehr, antwortete ich leise. Das Vertrauen sah mich mitfühlend an, kam auf mich zu und nahm mich in die Arme. Fühlst du das? Fragte es. Obwohl es so zart war, war es, als hätte es mich komplett in eine dicke, weiche Decke eingehüllt. Ich fühlte mich wunderbar geborgen und machte die Augen zu. Alles in mir und außen war schlagartig ruhig.
Spür jetzt mal in dich, flüsterte das Vertrauen sanft. Merkst du das Rauschen in dir? Fühlst du deinen Herzschlag? Jede deiner Zellen versorgt dich jeden Tag mit Energie. Dein Herz klopft in einem steten Rhythmus, wie ein Motor. Dein Blut rauscht durch dich hindurch und hat immer eine angenehme Temperatur. Du bist als Wunder erschaffen worden, in dem alles tadellos funktioniert. Du bist Liebe, die eine sichtbare Gestalt bekommen hat. Wenn du dir selbst genug Aufmerksamkeit schenkst, merkst du, du bist das Wichtigste in deinem Leben. Hör in dich, vertrau dir. Ich öffnete die Augen und wie nach einem langen, wunderschönen Traum sah ich mich um. Der Raum um mich war verändert. Alle negativen Gefühle, die ich viel zu lange hatte hier wohnen lassen, waren merklich geschrumpft. Die Energie war auch wieder aufgetaucht und hielt die Fantasie in der Hand. Auch die Zufriedenheit versteckte sich schon, noch ein wenig klein hinter den beiden. Das Glück hatte sich beschützend hinter allen aufgebaut. Und in der Luft, die vorher schal und abgestanden roch, war ein wundervoller Geruch, der alles umgab. Was ist das? Fragte ich das Vertrauen. Das, lächelte es, ist die Liebe. Sie war immer da. Sie braucht nur etwas mehr Beachtung. Aber wenn sie die hat, wächst sie extrem schnell. Oh, und wenn du sie teilst, dann wird sie allumfassend. So, das so als bisschen Hoffnung für uns. Umarmt euch so oft, wie es geht. Da wir heute einen Rednermangel haben, was ist los mit euch? Habt ihr nichts zu sagen? Sabine oder so, die Rettung. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin beschwünt. Ich wollte heute eigentlich gar nichts sagen, aber ich sage jetzt trotzdem was. Die Tanja hat gerade vorgespielt, diese Sequenz, wo der Herr Söder über das Impfen gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Am Schluss hat er dem General gedankt. Der ein oder andere von euch weiß das sicher. Es gibt seit, ich weiß nicht wie langer Zeit, eine Sonderabteilung im Gesundheitsministerium, der steht ein Generalhohlterm vor. Ich nehme mal an, dieser General war hier bei dieser Pressekonferenz anwesend. Ich habe ihn im Bild gesehen. Ich weiß allerdings nicht, ob es der Hohlterm war. Diese Sonderabteilung, der untersteht das Gesundheitsministerium, das Robert-Koch-Institut, ich vermute mal auch das Paul-Ehrlich-Institut. Sprich, diese ganze Geschichte hier steht schon unter der Oberaufsicht oder der Koordination des Militärs, ein General. Und wenn man jetzt noch weiß, dass dieser General bei der NATO eingesetzt war, um Impfkampagnen für Soldaten zu koordinieren, dann darf sich jeder von euch seine Gedanken machen, wie es kommt, dass ein General jetzt die Oberleitung für die Impfkampagne hat. Vielen Dank. Ja. So, wir sind viele und man sieht, wie wichtig es ist, dass hier jeder sich informiert und diese Informationen dann hier für alle publik macht, damit ihr sie hier alle weitertragen könnt. Wir machen jetzt kurz ein bisschen Musik und dann hat der Thomas so ein bisschen so einen Jahresrückblick aus seiner Sicht vorbereitet, den er uns dann mitteilen wird. Okay, Musik fällt aus. Hallo Marktplatz, grüße euch. Danke, danke, kein Applaus. Gebt den euch selber oder uns allen. Ich habe eigentlich gar nicht wirklich was vorbereitet. Der Stefan hat ein bisschen geflunkert, aber ich habe mal heute Nachmittag, wenn ich irgendwie drauf komme, Mensch, irgendwie stehen wir jetzt schon ein Jahr hier. Was hat sich in dem Jahr getan? Was hat sich bei mir getan? Was hat sich bei jedem Einzelnen vielleicht getan? Von den Lebensumständen her, da sage ich noch einmal was dazu. Von den Demos, fangen wir mal mit dem an. Wir waren ja vom Marktplatzteam hier auch in den Orten draußen, Lorch, Waldstetten, Alfdorf, im April im Schneetreiben war eine gute Demo, die war sehr, sehr,
sehr publikumswirksam, weil wir die Tina Romtani hatte den Markus Heinz dazugeschalten, weil wir von der Polizei aus unserer Sicht unrechtmäßig fotografiert wurden. Der eine oder andere war vielleicht dort. Dann hat man gute Publicity in den Zeitungen, meiner Meinung nach, weil von den Demos berichtet wurde. Die Framing-Welle lief natürlich weiter, die erleben wir heute noch, die Nachwehen. Und ich springe jetzt mal ein bisschen zu gestern Abend. Ich bin ja aus Spreitbach, da haben wir gestern Abend angefangen, Montagsspaziergänge zufällig zu machen. Ich sage es mal so, unverhohlen, ich bin durch den Ort gelaufen, da liefen ein paar und es waren schon 10 Leute. Und ich habe jetzt hier auch Gesichter gesehen, die auch aus diesem Ort kommen und vielleicht Gesellen, die sich an einem oder anderen Abend auch mal dazu. Und wir haben das gesehen in Eschach, da waren es vor 3 Wochen 20 Leute, gestern wohl 49. Der eine oder andere war gestern Abend hier in der Stadt zufällig spazieren. Da waren sehr, sehr viele. Ganz Deutschland läuft. Ich habe das ja neulich schon mal gesagt. Und das ist die Energie und auch das Zeichen, was jeder Einzelne mit seiner Anwesenheit raussenden kann. Ich denke jetzt ein bisschen strategisch und überlege mir, wenn jetzt nicht jeder jeden Montag in eine große Stadt geht, sondern vielleicht in das Nachbardorf, wenn er sich in seinem Heimatdorf nicht sehen lassen möchte, dann können wir hier ein Lauffeuer entzünden, zum Beispiel Durlangen, Rubberzogen, wie die Orte alle heißen, ob es Bartlomäe ist oder auch mal wieder Heubach. Und wenn ich jetzt mal das ganze Jahr so Revue passieren lasse, dann glaube ich, sind wir um einige mehr geworden, die jetzt auf den Straßen sind. Wir merken es natürlich auf der Arbeit, wer sich hat impfen lassen, wer sich nicht hat impfen lassen. Da entstehen oft hitzige Diskussionen. An Weihnachten gab es mit dem einen oder anderen aus der Familie das bestimmt auch. Ich selber hatte das mit meiner Schwiegermutter. Da war dann die Stimmung dementsprechend down. Aber meine Frau hat mir wieder verziehen. Und die Schwiegermutter, die spricht, glaube ich, auch demnächst wieder mit mir. Nee, aber was wollte ich jetzt vorher noch sagen zu, einen Moment. Ja genau, gestern Abend ist mir aufgefallen, da sind Leute mitgelaufen, das erste Mal haben sich in der Öffentlichkeit gezeigt und die waren wirklich das allererste Mal auf der Straße und haben mit ihrem Korb ihre Haltung gezeigt, dass sie mit anderen Leuten, die sie vorher nicht gekannt haben, quasi offen ihre Gesinnung zeigen, dass sie maßnahmenkritisch sind. Und das war zum Beispiel eine Dame, die 65 Jahre alt war und die hat mich dann gefragt, ja, darf man das gerade überhaupt? Dann sage ich, naja, weiß ich nicht, vielleicht 10 Leute, keine Ahnung. Und denkt einfach dran, zivilen Ungehorsam zu leisten. Und für mich und ich denke für eigentlich alle, die hier stehen, weil ich habe noch nie hier in der Stadt, in der Umgebung von uns Gewalt gesehen. Wir sind alle friedlich. Und das hat die Dame überzeugt, wo ich gesagt habe, ich kenne eigentlich jetzt keine blöden Szenen, außer vielleicht mal von sogenannten eingeschleusten Provokateuren oder manchmal sind vielleicht auch ein paar Leute hitzig, aber dann muss man die einfach auch mal wieder einfangen und man muss auf die zugehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mag jetzt gerade, vielleicht könnt ihr die Einschätzung teilen, dass wirklich Leute, wo selber vor 3 Monaten noch nicht gedacht haben, dass sie auf die Straße gehen, dass sie das jetzt tun. Und das wird eine richtige Welle, wenn nicht sogar eine Wand geben. Und das ist meine Hoffnung, die ich habe, weil die habe ich bei langem nicht aufgegeben. Über das Jahr natürlich hat man mal so seinen Durchhänger. Ich erzähle nur ganz kurz was von unserem Urlaub. Wir sind zu zweit, meine Frau und ich. Wir haben überlegt, wo gehen wir hin. Ich glaube, Hotel war damals schon immer erlaubt. Dann haben wir uns entschieden, einen Wohnwagen zu mieten, haben das auch gemacht, haben einen Bekannten besucht im Märkischen Kreis, sind an den Sorpesee gegangen und haben uns dort auf dem Campingplatz niedergelassen. Das war eigentlich ganz locker da, bis auf das Wetter. Es hat, glaube ich, 7 Tage durchgeregnet, aber es war hervorragend. Und ja, hatten auch mein Freund besucht, da haben wir, genau das habe ich vergessen, 5 Tage haben wir auf dem sein Firmengelände mit unserem Wohnwagen kampiert. Das war eine ganz neue Erfahrung. Wir sind jetzt nicht so die Mega-Urlaubsflieger oder Gänger, aber wir wussten eigentlich nicht, wo wir nach den 5 Tagen landen, sind dort dann an dem Stausee gelandet und es waren
toller Urlaub, den wir uns dieses Jahr gegönnt haben. Wer weiß, wie es nächstes Jahr ausfällt. Ich habe ja immer schon mal gesagt, meine Theorie war, es wird mit den Einschränkungen vielleicht so weitergehen, dass wir auch in einen anderen Landkreis nicht mehr dürfen, der ein oder andere, der sich eben nicht hat impfen lassen. Schauen wir mal, wie es abläuft. Aber nochmal rekapituliert, natürlich Höhen und Tiefen. Man wacht morgens auf oder auch mal nachts, man geht auf Toilette und hat irgendwie so ein, ja, denkt sich, meine Güte, wo bin ich denn jetzt gerade eigentlich? Was mache ich hier und will ich hier noch sein? Wir haben auch schon überlegt, in ein anderes Land zu gehen, das heißt bei uns Plan B. Ich habe mir da mal einen Ordner auf dem Rechner angelegt. Ja, da heißt es eine Land Paraguay, aber ganz ehrlich, die Filme, die ich da verfolge und die Kontakte, die wir dahin pflegen, auch da gibt es Maßnahmen, dort wird Maske getragen, auch dort wird über eine Impfpflicht offen gesprochen, dann gibt es natürlich eine andere osteuropäische Länder, aber ganz ehrlich, ich möchte eigentlich auch das Land nicht verlassen, weil ich möchte eigentlich hier weiter sein, weil ich mich hier eigentlich in dem Land sehr wohl fühle. Ja. Und ich denke, euch geht es auch zu großen Teilen so. Flüchten ist noch keine Option, wenn es natürlich irgendwann mal um Leben und Tod geht. Klar, dann werden wir dementsprechend jeder Einzelne reagieren. Was es dann auch noch für Möglichkeiten gibt, aber ich denke, daran denken wir jetzt aktuell nicht. Wir nehmen einfach die Energie mit, die uns die Montagsspaziergänge geben, die uns andere Veranstaltungen geben, und ja, danke, dass ihr da seid, und ich übergebe mal an die Tanja. Danke. Und ein großes Lob an die Sabine, mit der war ich, genau, das sage ich jetzt nicht schön, solange bis dann ja die Musik voll fertig hat. Am Samstag bin ich nach Esslingen gefahren, am Heiligen Abend oder Heiligen Nachmittag, so rum, um 11 Uhr war ich dort. Da war eine Versammlung angemeldet von Stuttgarter Aktivisten und nachfolgender Aufzug. Und dann hieß es, da trommeln, dann trommeln, und irgendwie war keine Trommel zu sehen. Dann kam die Sabine und hat mit ihrer einzigen Trommel, glaube ich, den Demozug auch ein bisschen gerettet. Und das war klasse. Danke nochmal dafür. Und Sonntagnachmittag, da war das Wetter auch schon wieder schlecht. Und dann habe ich gelesen, und mir die Sabine überlegt, kurz mal nach Düsseldorf zu fahren. Die Sabine ist dann mal kurz nach Düsseldorf gefahren. Dann habe ich später einen Livestream eingeschaltet. Da war natürlich die Sabine mit ein paar anderen Trommeln. Und erzählst du jetzt mal kurz was. Haben wir eine kleine Überleitung. Sabine. Hey, hallo Marquardt. Ja, also ich bin ein Kind der Stadtjugendkapelle in Schwäbisch Gmünd. Und dort habe ich gelernt mit 7 Jahren Trommler. Und als ich in Berlin war, hat man mich verhaftet, abgeführt mit 10 Polizisten. Meine Trommel ist immer noch in Berlin, das habe ich ja schon mal erzählt. Und ich war oft im Rheinland auf dem Rosamontagsumzug und habe in Köln getrommelt. Die Andrea war auch immer mit. Genau, und also wir waren da mit der Stadionkapelle immer vertreten, und das war das Größte. Also Trommler im Rheinland ist einfach das Größte. Und genau, und dann habe ich mir gedacht, also weil die Düsseldorfer aufgerufen haben, habe ich gedacht, na okay, also gut. 450 Kilometer hin, 2,5 Stunden getrommelt. Nein, mega Spaß, die Leute sind aus den Häusern gelaufen, weil dort ist das Trommeln, wie gesagt, das Größte. Und die waren sowas von hingerissen, das war so geil. Ich habe dann wieder, yeah, also ich war wieder im Rosamontagsfieber. Und das war so geil. Und danach habe ich mich reingesetzt wieder ins Auto und bin also wieder zurückgefahren. Und ich liebe das Rheinland. Und ich grüße das Rheinland. Und wenn ihr euch verderben lasst, euren Karneval zu feiern, weil irgendwelche Leute von Booster und irgendwas schwätzen, dann seid ihr selber schuld. Holt eure Trommler raus, holt eure Kochtöpfe, holt eure Pfeife, geht auf die Straße und spielt. Leute, das macht so eine Energie. Das tut so gut. Und ich grüße das Rheinland. Und wenn das Römmelsche geht, dann standen wir alle parat und wir trecken durch die Stadt, weil jeder hätte gesagt, Trommeln macht Spaß, Trommeln macht Spaß.
Deswegen macht alle mit. Ich danke euch. Danke, Sabine. Wir haben heute ein bisschen Probleme mit der Musikeinspielung. Ich versuche mein Handy nochmal zu koppeln. Wenn es nicht geht, dann reden wir einfach weiter. Oder jemand hier aus der Menge erzählt was, seinen eigenen Jahresrückblick oder was ihn gerade bedrückt oder betrübt. Ja. Oder haben wir eine Rednerin oder Redner? Der Roland. Magst du schon kommen? Applaus von Roland. Machen wir bei ihm auch. Ja, ich wundere mich selber, dass ich jetzt da vorne stand, als eigentlich, ja, unpolitisch nie, aber nicht so engagiert, seit Corona war das einfach notwendig. Ich komme aus Heubach, der Thomas hat es vorher gesagt, in Heubach waren wir diesen Montag immerhin 300% mehr, wir waren zu siebt, das ist schon was, ja. Aber ich will was ganz anderes erzählen, und zwar ein kleines Gedicht von Christian Morgenstern. Und ich finde das Gedicht so klasse, das hängt bei mir am Schreibtisch, und es kennt vielleicht ein paar von euch, das ist ganz kurz. Und zwar: Ach, zwei Wünsche wünsche ich immer, leider immer noch vergebens, und doch sind es die innig schönsten, frömmsten meines ganzen Lebens. Dass ich alle Menschen könnte mit gleicher Liebe umfassen und dass einige von ihnen ich morgen durfte hängen lassen. So, es ist natürlich jetzt so, vielleicht ein bisschen heftig mit dem Hängen. Wir sind alle friedliche, friedliebende Bürger, viel friedlich wie alles, was jetzt gerade außer dem Marktplatz rumsteht und uns beobachtet. Aber meine feste Überzeugung ist das: Diese Regierung in Berlin wird die Regierung sein mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Meine volle Überzeugung. Und zwar auf ganz legale, friedliche, demokratische Art. Und deshalb sind wir auf der Strecke, sind wir auf der Straße und sind eigentlich überall ganz vorne mit dabei. Ich danke euch. Vielen Dank, Roland, das war wichtig. Auch der Seitenhieb auf die Regierung war so, wie er sein muss. Jetzt probieren wir das mit der Musik nochmal. Sag mal, haben wir den Verstand verloren? Sag mal, glauben wir denn echt? Wir können alles kontrollieren, denunzieren, was wir tun sollen und was nicht. Sag mal, haben wir den Verstand verloren? Sag mal, wann hört das hier auf? Wäre es nicht besser zu leben, anstatt planlos zuzusehen, wie man uns unsere Zukunft raubt? Wir sind so viele Menschen, so viele Potenziale, so viele Macher, Kreative und Geniale, so viele Träume. Wir machen uns bereit, denn es kommt die Zeit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen, wir selbst zu sein. Zeit, dass wir wieder selber lenken. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Frei zu sein. Sag mal, haben wir unser Herz verloren? Sag mal, wollen wir denn echt, dass Kinder heute leiden, Fremde über sie entscheiden, was sie tun sollen und was nicht? Sag mal, haben wir unser Herz verloren? Wir lassen Menschen allein, nur weil andere uns sagen, es sei zu riskant, wir sollen lieber auf Abstand sein. Wir sind so viele Menschen, so viele Potenziale, so viele Macher, Kreative und Geniale, so viele Träume. Wir machen uns bereit, denn es kommt die Zeit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen, wir selbst zu sein. Zeit, dass wir wieder selber lenken. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Ich bereit, ich bereit, ich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, falls.
Zeit, dass wir wieder anfangen zusammenzustehen, dass wir uns in die Arme nehmen und uns wieder in die Augen sehen. Zeit, dass wir wieder selber fühlen. Zeit, dass wir wieder anfangen, frei zu sein. Zeit, dass wir wieder selber spüren. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Frei zu sein. Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen, wir selbst zu sein. Zeit, dass wir wieder selber lenken. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Frei zu sein. Okay, dann haben wir die Erika, wo was sagen möchte. Applaus für Erika. Letztes Jahr war sie auch eine von den treuesten Besucherinnen hier auf der Demo. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass es diesmal so viele Leute mehr sind als letztes Jahr. Da waren wir immer nur 30, 40, vielleicht mal 50 pro Abend und jetzt ist es eine Augenweide. Es ist ja schön. Ich lese seit längerem in einem dreibändigen Buch. Und dieses Buch ist geschrieben worden vor etwa 100 Jahren. Und es ist manchmal erschreckend, wie aktuell es immer noch ist. Ich weiß, es sind hier alles erwachte Leute. Deswegen richtet sich der Text vielleicht eher, oder der Ausschnitt, den ich aus dem Buch vorlese, eher an Menschen, die noch nicht so weit sind. Aber der Text ist einfach aktuell. Erwachet ihr Menschen aus bleiernem Schlaf. Erkennt die unwürdige Bürde, die ihr tragt, die mit unsagbar zähem Druck auf Millionen Menschen lastet. Werft sie ab. Ist sie des Tragens wert? Nicht eine einzige Sekunde. Was wirkt diese Bürde? Leere Spreu, die vor dem Hauch der Wahrheit scheu zerflattert. Ihr habt die Zeit und Kraft für nichts vergeudet. Deshalb sprengt die Ketten, die euch niederhalten. Macht euch endlich frei. Der Mensch, der innerlich gebunden bleibt, wird ewig Sklave sein, auch wenn er König wäre. Recht herzlichen Dank. So, haben wir noch Redebeiträge? Ich, Silke, hat es geheißen, hat noch was für uns. So, herzlich willkommen, Silke. Aus Düsseldorf. Aha. Guten Abend zusammen. Also ich bin mal wieder spontan. Ich bin so ein extrovertierter Typ, also ich habe nichts vorbereitet. Aber ihr sagt ja nichts, da muss ich ja was sagen. Also, Jahresrückblick, mein Mann und ich, wir waren in Sachsen-Anhalt im Urlaub, weil wir da Verwandtschaft haben. Diese Frau hatte mal eingegeben im Internet, viel Wohnraum für wenig Geld. Und dann ist die Cousine da gelandet und wunderschön. Und am ersten Abend waren wir auf einen Geburtstag eingeladen von einem 18-Jährigen, den wir gar nicht kannten, aber unsere Ferienwohnung war zufällig in dem Haus. Und plötzlich waren wir mit 20 nicht geimpften Menschen, also 100% dieser netten Menschen waren nicht geimpft. Und ich glaube, wenn ich das richtig einschätze, bis heute nicht. Wörlitz, ein kleiner Ort, ländlich. Ja, ich glaube, die Menschen haben da, die im ländlichen Bereich wohnen, auch ein gut
ein gutes Gespür, was richtig ist und was nicht. Und sicherlich informieren die sich auch richtig. Ja, die zweite Sache, Stauferklinik. Ihr wisst, letzte Mal habe ich erzählt, ich arbeite in der Stauferklinik und da tut sich was auf. Ja, also ich finde das ganz toll. Also man merkt, diese 10. Dezember mit dieser Information Mitte März und so weiter, die Schockstarre ist ein bisschen besser geworden. Und ja, die Menschen vernetzen sich. Heute habe ich noch, als ich die Klinik verlassen habe, neben diesen Impfaufklärungsbögen war dann von jemandem, ich kann mir denken von wem, sag natürlich keinen Namen, müssen alle lesen. Und ich glaube vom Herrn, ist das ein Arzt, Dr. Wodak, also einfach paar Z, also Seiten kopiert und das, also es liegt heute das erste Mal an dieser Stelle. Das fand ich jetzt schon mal toll, dass jemand sich... Dann sammeln wir Handynummern, Leute treten zu Telegram ein, die eine Gruppe hat 11 Leute, die eine 30, wir wollen das zusammen vernetzen, also wir spüren einfach, dass jetzt eine Vernetzung, eine Diskussion stattfindet, auf den Fluren wird sich unterhalten, also ich unterhalte mich mit anderen, also es ist wirklich eine gute Stimmung, positiv. Und gestern bei dem Spaziergang habe ich ganz starke Krankenschwestern getroffen, die einfach sagten, ach Silke, es wird uns nichts passieren im März, das wird alles gut und die brauchen uns. Und also ich bewundere diese Krankenschwestern, die so einen Mut haben und auch standhaft bleiben. Also ja, das ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Ja, wer möchte jetzt? Vielen Dank, Silke. Wir haben jetzt auch ein paar Beiträge, aber vorher, gerade passend zu dem Vortrag von der Silke, es wachen immer mehr auf, auch die Medien. Wir haben hier einen Einspieler davon, wo sie draufkommen, was gerade in Südafrika passiert und wie man das hier auch besprechen kann. Die zweite Frage ist natürlich, wie schaut es mit der verstehe ich Sie da richtig, dass man mit einer dritten Impfung noch besser geschützt ist? Da gibt es relativ gute Daten, was man gesehen hat, dass das Immunsystem nach der gewissen Zeit nach der Impfung einfach die Aktivität reduziert ist und Viren, vor allem wenn sie sich verändert haben, so wie die Omikron-Variante, nicht mehr so schnell erkannt werden. Ja, die Technik. Da muss man auf Länder blicken, wo diese Erkrankung schon länger vorhanden ist, zum Beispiel nach Südafrika. Dort hat sich gezeigt, dass trotz der steigenden Infektionszahlen die Belastung der Krankenhäuser nicht mehr geworden ist. Also der relative Anteil der Personen, die im Krankenhaus gelandet sind, nicht angestiegen ist, sondern eher gesunken ist. Allerdings muss man sagen, dass in Südafrika eine sehr hohe Durchseuchung war in den früheren Wellen und da schon eine gewisse Immunität vorhanden ist. In Südafrika sind die Erkrankungen eindeutig weniger als in vorhergegangenen Wellen und auch die Hospitalisierungen. Das liegt aber sicherlich daran, dass die Südafrikaner schon mehrere Runden einer Welle mit mehreren Varianten hinter sich hatten und einen guten Immunschutz aufgebaut haben. Je stärker die Welle in die Höhe geht, also je mehr Infektionen sozusagen auf einmal passieren, desto stärker könnte die Welle danach auch wieder hinuntergehen. Wäre das eine Variante und wäre das aber dann nicht eine komplette Strategieänderung im Vergleich zu den letzten 1,5 bis 2 Jahren? Ja, das wäre eine komplette Strategieänderung und es ist nicht ganz klar, ob das eine freiwillige wäre oder ob Omikron uns die aufzwingt. Es funktioniert nicht ganz, aber wir haben auch jetzt noch ein paar Redebeiträge. Weil uns muss einfach bewusst sein, dass bei gewissen Infektionsgeschwindigkeiten ein Lockdown dem nicht mehr genug entgegenzusetzen hat. Also das wäre eine Strategieänderung, aber es hätte auch was Positives, weil irgendwann müssen wir in diese Endemie kommen, wo jeder sich oder jede sich mehrmals angesteckt hat und irgendwann muss dieser Punkt erreicht sein. In Südafrika ist er erreicht. Die neuen Wellen haben keine so schlimmen Folgen mehr fürs Gesundheitssystem und da müssen wir auch hinkommen. Okay, also, jetzt haben wir noch 4 Redebeiträge in einer Viertelstunde. Das wird eng, aber wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Okay, ich habe vergessen, wie du heißt. Andreas.
Vielen Dank nochmal. Ich wollte nur noch ein paar Dinge nochmal erzählen. Ich habe heute nochmal in der Zeitung gelesen, die war noch von letzte Woche Mittwoch, glaube ich, mit der Anzeige. Und was mich persönlich dort ziemlich irritiert hat, war der Chefarzt von Intensiv. Und der hat gesprochen, dass in Mutlangen liegen viel mehr auf der Station, Corona-Stationen, Leute, die ungeimpft sind. Jetzt habe ich hier mit Krankenschwestern gesprochen. Auch aus dem Bekanntenkreis kenne ich. Und die berichten genau das Gegenteil. Da frage ich mich, wird er irgendwie bezahlt für irgendwas, der Chefarzt? Oder was ist mit dieser Zeitung los? Also, es irritiert mich wirklich. Dasselbe nochmal im Geschäft, die habe ich schon mal erzählt. Ich habe jetzt einige Arbeitskollegen gesehen. Ich muss euch sagen, wir haben jetzt 17 Fälle gehabt. Das ist das, was ich so circa in einen anderthalb Monaten etwa gezählt habe. Von diesen 17 Fällen waren 14 Geimpfte und 3 Ungeimpfte. Und das Tolle ist dabei, die Ungeimpften, die müssen sich testen, die sind ja schließlich die Seuchenverbreiter mit 3 Fällen. Und die anderen, die dürfen alle reinspazieren und alles machen und tun, was sie wollen. Also von Sinnhaftigkeit oder von der medizinischen Nachvollziehbarkeit bleibt mir jegliche Spur. Ich finde einfach keine Worte dafür. Das andere, was ich jedem Einzelnen empfehlen wollte, ist einfach, ich bin ja schier seit anderthalb Monaten dabei und ich habe auch den Mut gefunden, oder einfach mal rauszugehen, das zu machen. Was ich schon immer gemacht habe, ist mit Menschen direkt zu sprechen. Das heißt auch an unsere Geschäftsleitung, an all meine Chefs habe ich eine Mail geschrieben, habe ihnen gute Weihnachtswünsche gewünscht, ein gutes neues Jahr und habe ihnen auch einen Link geschickt von Ärzte stehen auf. Und das wollte ich auch euch einfach nochmal empfehlen. Macht es. Macht es in eurem Bekanntenkreis. Das ist was Sachliches, was Gutes. Ärzte stehen auf. Der wird einfach klar und deutlich aufgezeigt, sachlich aufgezeigt. Ich sage, wir müssen hier nicht Emotionen noch mehr hochschaukeln. Aber ich denke, jeder Einzelne von uns ist verantwortlich für seine Mitmenschen. Gewissermaßen. Klar, jeder ist für sich selber verantwortlich. Aber ich finde persönlich, wir müssen einfach Mut fassen und einfach nach draußen gehen und einfach für die Menschen dann da zu sein. Weil ich habe jetzt hier vielleicht, sehe ich 4 oder 3 Mitarbeiter, nicht mehr. Aber ich weiß bei mir auf der Arbeit, mir fehlen die Finger, wie viel genauso denken so wie ich. Das heißt, das ist vielleicht 1/10, 1/15 von den Mitmenschen, die hier eigentlich genauso denken, aber sich nur die wenigen wagen. Deswegen lasst uns weiterkämpfen und lasst wirklich uns auch nach draußen gehen, nicht nur hier unter uns bleiben. Ein sehr guter Appell. Also, das nötigt einen wichtigen Respekt ab, diese Rede hier. Jetzt hat der Thomas noch was zu sagen. Oh, ja, oder? Ladies first, Eva, herzlich willkommen. Also, ich bin heute Abend hier mit Freunden, die wir letztes Jahr erst kennengelernt haben, am 1.8. in Berlin. Und sie waren die ersten von vielen, die uns eine Liebe entgegengebracht haben, die ich in meinem Leben vorher noch nie gekannt habe. Ich habe ein Gedicht geschrieben und das möchte ich gerne mit euch teilen. Corona, Freund, ich liebe dich. Du hast mich aufgeweckt. Das Leben hatte sich vor mir mein Leben lang versteckt. Ich hatte Angst an jedem Tag und habe es nicht gesehen. Doch jetzt, durch dich, in dieser Zeit, da konnte ich verstehen. Das weiche Wasser bricht den Stein und uns erwartet Glück. Bestand mein Leben nur aus Schein. Jetzt gibt es kein Zurück. Ja, sehr vielen Dank, Eva. Ja,
Es ist immer so, wir brauchen immer eine halbe Stunde Anlauf, bis das hier so richtig ins Rollen kommt. Wenn wir uns nächstes Jahr hier wieder treffen, dann fangen wir nach einer Viertelstunde an mit solchen Beiträgen. Super. So, jetzt haben wir... Okay, was? Ich sage ganz kurz was zur Maske, weil das die Dame vorher gerade gesagt hat, hört auf, die Maske zu tragen. Ich mache das seit 1. Juni erst, also diesen Jahres, manchmal sehr zum Leidwesen meiner Frau. Nee, nicht. Okay. Warum sie eine trägt, können Sie beim nächsten Mal noch sagen. Nee, zu mir. Ich könnte vielleicht beim Arzt ein medizinisches Attest holen. Wollte ich aber gar nicht. Ich habe mir die Corona-Verordnung angeschaut. Die wird ja alle gefühlt alle zwei Tage oder manchmal alle zwei Wochen geändert. Aber in Baden-Württemberg ist immer noch möglich, wenn man seine Gründe, warum man keine Maske trägt, glaubhaft macht. Ich habe am Anfang eine Glaubhaftmachung gehabt, bis ich vor ein paar Wochen im Tumbermarkt hier in der Stadt war. Ich habe nochmal einen Satz Fliesen gebraucht. 10 vor 8, kurz vor Ladenschluss. Die Damen haben mich nicht reingelassen. Dann hat der Marktleiter sehr freundlich mit mir am Internet-PC im Tumbaumarkt die Corona-Verordnung angeschaut. Er hat gesagt, ja, Jauch, Sie haben recht. Gemäß der gelben Corona-Verordnung, Sie machen hier wichtige Gründe glaubhaft und Sie dürfen jetzt rein. Will damit sagen, es nervt, es kostet Stress, ja, das stimmt. Ihr könnt mich auch kontaktieren über die Marktplatzgruppe, wie man... Ihr braucht jetzt nicht meine kopieren, weil das muss jeder aus seinem eigenen Geiste und Kopf machen. Ich gebe auch mittlerweile einen medizinischen Grund an, den schreibe ich da rein. Meine Eigendiagnose, weil ich weiß, warum ich das Ding nicht tragen will. Und dann schreibe ich noch, habe ich noch einen sonstigen Grund drin. Und diese Glaubhaftmachung und dieses Attest, wie ich es mittlerweile nenne, weil Attest ist nichts anderes wie eine eigene Erklärung. Ich mache da ein Sternchen hin und unten steht in der Legende, gemäß meiner Rechtsauffassung entspricht dieses Maskenattest der aktuellen Corona-Verordnung vom Land Baden-Württemberg. Hat mich schon in verschiedene Stadthalle damals beim Stefan Schmidt bin ich reingekommen, bei der Kandidatenvorstellung vor anderthalb Wochen in Reutlingen, wo 700 Polizisten in der Stadt war, überall Maskenpflicht war, musste ich das einmal zeigen, bin ich auch durchgewunken worden. So, also will damit sagen, das Ding funktioniert, man muss nur mutig sein. Ja, es ist nervig, in einer Tankstelle darf ich nicht mehr rein, weil der Herr, bei dem ich 12 Jahre lang getankt habe, alle Autos, die wir so fahren, der verzichtet auf mein Geld. Das ist auch in Ordnung. Ich habe mir eine andere Tankstelle gesucht. Es gibt einen Supermarkt in Mutlangen in der Nähe vom Krankenhaus. Der hat einen Anfangsbuchstaben am Ende des Alphabets. Die sind mega entspannt. Geht da rein. Geht einfach ohne Maske rein. Geht einkaufen. Werdet immer mehr, weil das ist das große Problem. Wir werden alle und sind schon lange konditioniert und die Kinder, jetzt kommen wir wieder auf die zurück, die sind leider mega konditioniert und wir müssen denen wieder was vormachen. Und jetzt übergebe ich an die Edith. Danke. Hallo Grün, ich grüße euch. Ich möchte mich erstmal bei der Eva bedanken für das wahnsinnig tolle, selbstgedichtete Gedicht. Und ich denke, das, was die Eva gezeigt hat, ist das, was ich euch mitgeben möchte. Das Wichtige ist, dass wir einen Standpunkt haben und dass wir uns zu diesem Standpunkt bekennen. Und das ist jetzt von euch, die ihr alle hier schon steht, sehr mutig, dass ihr alle ihr Gesicht zeigt. Und ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich nicht trauen, diesen Standpunkt in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und für die steht ihr alle da und das finde ich sehr mutig und möchte mich bei euch dafür bedanken. Und ich möchte euch sagen, auf dich kommt es an. Wenn der Stein denken würde, ein einzelner Stein kann keine Mauer bauen, gäbe es keine Häuser. Wenn ein Wassertropfen denken würde, ein einzelner Wassertropfen kann keinen Fluss bilden.
gäbe es keine Ozeane. Wenn ein Weizenkorn denken würde, ein einzelnes Weizenkorn kann keinen Acker besäen, gäbe es keine Ernte. Wenn ein Sonnenstrahl denken würde, ein einzelner Sonnenstrahl kann keinen Tag erhalten, gäbe es kein Licht. Wenn der Mensch denken würde, eine einzelne Liebesgeste rettet die Menschheit nicht, gäbe es weder Freundschaft noch Frieden auf der Welt. Wie das Haus jeden Stein benötigt, der Ozean jeden Wassertropfen, die Ernte jedes Weizenkorn, das Licht jeden Sonnenstrahl. So benötigt der Friede dich. Deine Einzigartigkeit und deine Liebe. Geht in die Welt mit eurer Einzigkeit. Lebt den Freundschaftsdienst. Helft einander und seid Bote der Liebe. Einen schönen Abend euch. Und falls ihr nicht wisst, was ihr morgen Abend machen sollt, es gibt einen Trommelaufzug in Stuttgart, 17 Uhr, Treffpunkt Wilhelmsplatz, wenn jemand möchte. So, ja. Also die Stunde ist schon wieder rum, immer wenn es spannend wird, muss man wieder aufhören, das ist ein bisschen schade. Aber heute ist nicht aller Tage, oder irgendwo haben wir so einen Spruch mal gehört, ne? Die Älteren unter uns werden das noch erinnern. Ich wollte natürlich noch eines loswerden, so ganz generell, und ich versuche das irgendwie auf einen Punkt zu bringen. Wir müssen aufhören, sozusagen in unserem eigenen Leben uns zu Beifahrern oder zu Mitfahrern machen zu lassen, von Leuten in Berlin oder sonst wo, die uns sagen, was wir dürfen oder nicht dürfen oder sonst was. Wir nehmen das Steuer unseres Lebens hier wieder in die Hand, jeder selber, wir brauchen die nicht. So, noch eins und dann machen wir Ende für heute. Genau, ich habe noch was. Wir haben ja letzte Woche gesagt, dass wir nach Bettringen gehen möchten, dass wir den Bescheid abwarten wollen, der dann auch noch auf jeden Fall rechtzeitig vom Ordnungsamt kam. Wir hatten hier 50 Teilnehmer angemeldet und es wurde uns die Maskenpflicht während des Aufzugs auferlegt und wir haben dann im Orga-Team entschieden, dass wir das nicht euch auferlegen möchten und deswegen haben wir letzten Donnerstag abgesagt. Für diesen Donnerstag hatte ich in einem anderen Landkreis, nämlich im Rems-Murr-Kreis, das gleiche dann nochmal versucht. Dort wurde uns dann, nachdem ich dreimal die Route dann wieder ändern musste und es einvernehmlich dann zu dem Bescheid kam vom Ordnungsamt, stand da dann auch die Maske drin die ganze Zeit und die Begründung war fast schon leicht irre, sage ich jetzt mal, weil, also man muss Abstand halten, das habe ich der Dame ja gesagt, dass wir da auf jeden Fall drauf schauen, wir können auch 2 Meter Abstand halten, es stand aber drin, weil es ja schon dämmert und abends ist, können wir das gar nicht selber abschätzen, welchen Abstand wir haben. Deswegen müsste die Ordnungsbehörde die Maskenpflicht anordnen. Ich werde jetzt morgen der Dame vom Rems-Murr-Kreis kurz schreiben, dass wir auch dort eben den Aufzug nicht durchführen werden. Und ja, das wollte ich euch nur sagen. Also wir bleiben dran bei einem Format, wo wir rausgehen, aber ich denke, wir sind uns da alle einig und ihr mit uns auch. Wir möchten nicht im Freien in einem Aufzug Maske tragen. Das wollen wir nicht tun. Die anderen Betten, die wollen mehr Spaziergänge. Genau, ohne Anmeldung, einfach laufen. So, ich bedanke mich noch recht herzlich, dass ihr so zahlreich da wart. Echt super. Wir werden auf jeden Fall mehr. Ob Leute spazieren gehen, auf die Demos, Leute, die kritisch sind im Geschäft, irgendwann vielleicht kündigen und sagen, da mache ich nicht mehr mit. Wir werden mehr. Und nach dem Lied ist die auf, die...
Demonstration beendet. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Glas mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Glas mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Dann wollen wir schaffen, 7 Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm fast an, dann wollen wir schaffen, 7 Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm fast an. Und das wird keine Flackerei, wir schaffen zusammen, 7 Tage lang, wir schaffen zusammen, nicht allein. Und das wird keine Flackerei, wir schaffen zusammen, 7 Tage lang, wir schaffen zusammen, nicht allein. Let's go.